So, weiter geht's. Heute nicht mehr auf dem Eichstallradweg. Heute fahren wir den Zwei-Franken-Radweg bis, was haben wir gesagt? Obereisenheim? Irgendwie Ja, so. Obereisenheim, das ist irgendwie 20 Kilometer vor Würzburg. Ja, Wetter könnten wir mal wieder Glück haben. Daumen drücken. Kalt. Boah, ich fürchte, ich muss doch noch die Jacke gleich überziehen. Kannst du mal rechts ran? Ja. Noch kennt ihr die Sonne. Kaffee, da hatte ich ja gerade ein und nachmittags ist eher immer so weit. Kontrollier noch mal hier. Ob da wirklich Wasser ist. Ja, Wasser haben wir. Sonne. Ohne Bug. Thorsten, 3 von 4, ist okay? Ist okay. Ich gönn euch euer Bier. Gott sei Dank. Was würden wir nur ohne dich machen? Ist wahrscheinlich schon die zweite Pause. Was würdet ihr ankommen, wenn ihr mich? Oh nein, das Kettenfett ist leer. Das sollen wir heute noch mal ordentlich schmieren hier. Es wird morgen nichts mit Fahrrad fahren. Morgen geht nichts. Ja. Nee. Alle ganz traurig. Alle ganz traurig. Ne? Der Michael hält das hoch, als wenn wir in den Alpen wären. Ja, den Hahn. Das ist der Krachschläger. Das ist wahrscheinlich nur so eine Figur, wo man vorbeigeht und hier die Geräusche macht. So ein Frosch, ja. Ja, ich glaube, ich halte noch mal an und ziehe meine Jacke wieder über. Ist das okay für euch? Kein Fall. Dann würde ich jetzt anhalten. Kann ja das Wetter nie besser werden. Was ist jetzt wieder? Oh, ist die Sonne wieder da. Ich lass mal kurz anhalten, nämlich ich meine Jacke wieder aus. Ja, relativ anstrengende Etappe heute. Geht jetzt so die ersten 50 Kilometer kontinuierlich bergauf. Schöne asphaltierte Straße. Aber immer mit leichtem Anstieg. Da ist der Zwei-Franken-Radweg. Heute fahren.
machen wieder eine kleine Pause. Das ist eine gute Idee. Machen wir auch eine große Pause. Weiter Abschlag von Ralf Fährmann auf den Kopf von Simon Terodde, versucht abzulegen. Auch das misslingt diesmal. Und der muss mal für den SC Paderborn erstmal hinten rumgespielt. Mit dem langen Schlag an die Mittellinie heran. Viktor Pahlsson gut mit dem Kopf dazwischen auf die rechte Seite raus auf Schulinov. Der wird gefoult. So, alle Pokémons gefangen. Bist du nicht weiter? Nee. Ich würde so rechts spekulieren, ja, würde ich auch sagen. Nee, ja. Ja, auf jeden Fall geradeaus, hier den hier. Das ist mein jährlicher Holzverbrauch. Ich dachte, das ist ein Holzverbrauch. Jetzt sind wir fast am höchsten Punkt. Wir haben jetzt rund 45 Kilometer Steigung hinter uns. Und das Ende ist in Sicht, vielleicht noch ein Kilometer oder maximal zwei. So, endlich wieder Pause hier. Das ist ja so ein Brand. Wie heizt es aber auch? Komm nicht zum Trinken. Prost. Früher war das ja noch. Meinst du, sieht schon wieder verboten aus oder der ganze Staub drin siehst? So, 45 Kilometer Anstieg, zumindest gefühlt 45 Kilometer Anstieg. Aber jetzt geht's hoffentlich bergab. Nur noch bergab mit uns. Da bin ich gespannt. Ich auch. Aber hier chillt schon, Wald, Wein und Wandern. Reiten wir los? Ja. Der mit den Aufsatteln. Mit den, wie heißen sie? Navis nach vorne. Der mit den Navis nach vorne. Ach, bin ich. Ja.
Manni ist mal wieder falsch abgebogen. Ich weiß doch, was gut hat Mut. Oh, Manni. Ich hab den, oh, da hier rechts fährst du nicht rein. Der sieht so scheiße aus. Ah, und der mit dem Navi, der fährt da dran vorbei. Ich muss jetzt voll bremsen und mache jetzt den Berg da hoch. So wäre ich so schön durchgefahren. Ich hätte gesagt, geht 30 Kilometer nur noch bergab. Heute aber auch nicht aus mit dem Anstieg, ne? Nee. Ich komme jetzt zu Fuß. Du fährst runter mit. Naja, wir sehen uns oben. Meine Fresse. Nun kein Ende mit den Steigungen. Immer wieder zwischendurch geht's so steil wie hier bergauf. Zwar haben wir jetzt mittlerweile immer wieder schöne Abfahrten zwischendurch, aber die Anstiege sind schon echt fies. Ja, jetzt haben wir das Schwenker hier mitten. Ja, Entschuldigung. Die Aussicht ist schon toll von hier, ne? Ja.
komme ich da durch. Unser nächstes Ziel ist erstmal Fahr in 4,9 Kilometern. Da fahren wir dann auf die Fähre. So, kurze Fährfahrt war es nur von Fahr rüber hier nach Obereisenheim. Wir haben jetzt noch 3 Kilometer, dann sind wir am Hotel. Ja, vorher gucken wir, ob wir noch irgendwo was Leckeres zu essen finden. Wir sind in unserem Haus angekommen, waren heute 78 Kilometer, war eine ziemlich anstrengende Etappe mit viel Steigung und vielen Höhenmeter. Ja, Haus hier ist wirklich gut. Wir haben also eine ganze Ferienwohnung mit 3 Schlafzimmern, da oben ist auch noch eins. Küchenbereich, Esstisch und wie gesagt Wohnbereich. Ja, hier können wir es einen Abend schon aushalten. Ist wirklich schön. Aussicht ist auch gut. Wir haben direkt den Blick auf die Dorfkirche. Ja. Jo, dann machen wir uns jetzt ein bisschen frisch. Gucken vielleicht noch ein bisschen Sportschau. Legen die Füße hoch. Und morgen geht's weiter. Schönen Abend.